Willkommen bei den Screenshooters. Ich bin MW und wir spielen zusammen Days Gone. Wie im Video zuvor gesagt, möchte ich jetzt nicht mit dieser Mission hier weitermachen. Kopfgeld, sondern das unordentliche Trigger zu fahren. Nein, das ist nicht das Hauptproblem, sondern ich wollte eigentlich mal mit der MC-Story weitermachen. Er ist mein Bruder. Und ja, diese 6 Nester zerstören. Mal schauen, wie das Ganze da so aussieht. Was uns da erwartet. Ich meine, 6 Nester, das ist schon eine kleine Ansage. Lass uns mal überraschen. Auf dem Weg dahin. Okay. Mal eben schnell Gesundheit noch hochpushen. Und dann ab. Hier ist Ausgang, hier geht es durch. Ja, wie immer schönes Wetter. Perfekt für einen Ausflug. Schön Schmodder hier. 300 Meter ist jetzt nicht ganz so weit. Ich halte mich diesmal auch wirklich auf den Straßen, anstatt die Abkürzung zu nehmen. Oh, mein Motorrad. Da sollte ich mich mal eben drum kümmern. Das ist ja schon fast Schrott, wenn ich das richtig sehe. 18%. Ich krieg das schon hin. Da geht ein bisschen mehr, ne? Ja, das wird halten. Denk ja. Nur wo ich gerade hier bin. Kann ich mal schauen, ob der. Nö, der hat nichts für uns. Gut. Dann fahren wir weiter. Wir wollen ja auch ein bisschen was für unseren Bruder hier tun. Da vorne ist es, glaube ich, schon. Ups. Einmal um die Kurve, nicht vor dem Baum. Jo. Okay, hier ist es. Oh, das Camp ist voll von denen. Ah, ja, nein, nein, du musst das Bike hier lassen, Dick, sonst lockst du die noch alle an. Prozent haben wir noch mal. Muss man überlegen, wir sind keinen Kilometer gefahren und schon 15% Benzin verbraucht. Das Ding ist ein ordentlicher Schluckspecht. Noch mehr von euch? Yep. Ja. Hier vorne habe ich schon das erste Nest gesehen. Hoch. Und das kümmern wir uns auch direkt. Nehmen wir den Molotow. Und wünschen euch Zeug so. Okay. Noch ein schönes Leben. Na, wie gefällt euch das, hm? Na los, ihr Scheißkerle, kommt schon. Ja, komm her. Komm. Ein, zwei. Der nächste. Oh, so war da. 3 Stück. Ja, gut. 1, 2, zack. Und weg mit dir. Mamas. Okay, ein Nest weniger. Wie viele sind's noch? 5 Stück. Freaker-Infizierungen sind äußerst gefährliche Gebiete, in denen sich die Freaker versammeln, um ihre Nester zu bauen und am Tag zu ruhen. Räume alle Nester bei einer Infizierung, um eine Schnellreisestation zu erhalten. Das war ich doch. Gucken wir hier rein. Ich denke, hier wird sich hier drin nichts uns auftun. Ich hätte nur gern irgendein neues Schlaginstrument. Da haben wir schon eins. Nicht so effektiv wie die Rasenmähermachete, aber kann ja nicht alles haben. Aber ich denke, das werde ich gebrauchen. Könnte man direkt schnell noch einen neuen Molotow bauen. Haben wir hier noch? Nägel. Genau wie. Baseballschläger aus Holz mit Nägeln besetzt. Das ist doch was. Guck an. Ja.
Schon besser. Lappen. Gut. Dann gucken wir uns hier mal weiter um. Bist du denn? Unglaublich. Muss ich da jetzt auch noch drauf aufpassen, ey. Gut, da sind keine Nester mehr. Okay. Oh, in der Hütte muss ein Nest sein. In der Hütte? Jo, da ist auch eins. Oh ja, ein Nest. Okay, ihr schlaft einfach schön weiter, ja? Beachtet mich gar nicht. Na gut, Jungs und Mädels. Dann mal los. Komm her. Und? Du auch noch. So. Da hatte ich gemacht. Noch vier Nester. Was ist, was ich gebrauchen kann. Nee, ich möchte lieber die Waffe haben. Ich merke mir einfach, wo ich das Beil hingelegt habe. Denkst du? Ihr wisst schon. Dann gucken wir mal weiter. Sind ja noch vier Nester offen, ne? Auf jeden Fall gut. Oh, das hier sieht so aus. Ja, hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Ja. Wie war's? Könnt ihr eben noch einen Molotow bauen? Gott verdammt, ist das hier euer Scheißhaus? Großer Gott. Nimm mal mit. Oh, verdammte Freaks. Was zum Teufel macht ihr? Das können wir auch gebrauchen. Und da, na, da ist das Nest. Okay. Erwische ich das? Ich erwische das. Schön kalt draußen, ha? Da heiz ich euch ein bisschen ab. Das ist die reinste Todesfalle. Wo ist er denn? Guck mal, da werden wir schon direkt die nächsten angezeigt.
Hier ist eine richtige Versammlung hier. Na komm her. Ja. Wifi. Oh. Angezeigt, ich sehe es aber nicht. Oh, Corp, die werden überhaupt nichts an sich reißen. Du hast doch keine Ahnung, wovon du überhaupt redest. Außer vielleicht damit, ja, sie werden dich sofort abknallen, du Glückspilz. Gut, dann das da. Hey. Klopft's denn? Na komm. Drin ja noch eins. Nehmen wir mal die hübsche Kantholz. Kann ich das denn auch? Kann ich. Schauen wir mal. Wow. Ich glaube, das ist was Größeres hier. Gott. Das Richtige geworfen? Nö. Komm schon, Leute. Okay. Wir sind aber flink unterwegs hier. Zerstör diese Nester. Schön. War das letzte? Jo. Na, endlich. Kommt keiner mehr? Usa, es ist erledigt. Die Nester sind zerstört. Ab jetzt sollten weniger Freaks auf dem Berg sein. Schon mal etwas. Hey Dick, wie war's? Gab's da viele von denen? Ja, aber ich wollte es machen, solange es noch hell ist. Du weißt ja, sie mögen keine Sonne. Ja, das ist wohl die richtige Methode. Das okay, auf jeden Fall. Fand ich zumindest auch. Dass du es gemacht hast, Dick. Hast hier draußen wohl doch ein paar Sachen gelernt. Natürlich. Hau dich aufs Ohr, Busa. Dicken Ende. Nein. Und tanken das Maschinchen auf. Kurz hier ein bisschen umgucken. Aufpassen. Von da oben wurde einer geschossen. Ne? Ja,
Ein bisschen Pistolenmunition. Hier nichts mehr? Okay. Und da sind die Viecher jetzt unterwegs. Das wundert mich jetzt nicht so sehr. Ich glaube, zu dem Wagen rüber. Okay, der hat auch nichts zu bieten. Kommen wir hier rein. Ein Paukenblock, bestimmt noch. Eine Flasche. Wunderbar. Mehr. Flasche und Verband. Kann ich denn eigentlich... Dann zurück zum Bike. Mal schnell schauen, was wir als nächstes machen. Ich denke. So weit weg, ja, will ich auch nicht. Wir fahren da jetzt noch hin. Gucken, ob wir irgendwas für das Bike kriegen. Und dann machen wir da eine Pause. So weit weggeparkt. Da ist mein treues Ross. So, ich soll den Punkt natürlich auf der Karte auch markieren. Und ab dafür. Immer schön der Straße folgen. Gucken, ob das Auto was für uns hat. Schrott. Komm schon in die nächsten Autos. Komm uns auch mein Mann. Also, ich habe hier schon alles. Er geht nicht. Nein, das Mistvieh. Die Hoppel hier. Ja, wo soll ich rüber? Da geht's nirgends. Okay. Was man halt so Weg nennt. Schwarze Helis. Milo fliegt noch. Ist das denn zu glauben? Warte, ich habe sie sogar gesehen. Wovon redest du? Na, Coop redet dauernd davon. Er sagt, beweist, was er schon immer gesagt hat, dass die hinter all dem Scheiß stecken. Weißt du, was ich meine? Dieser ganze Verschwörungsscheiß. Glaubst du, er hat recht? Copeland? Recht mit irgendwas? Nein, Jess, wohl kaum. Copeland steht auf alternative Fakten, okay? Er hat keine Ahnung. Aber pass auf. Wenn du einen schwarzen Heli siehst, einen Nero-Heli, dann sag mir Bescheid, okay? Ja, okay, Dick. Wie du meinst. Alles klar. Ja, vor allem, ich habe mir ja selber auch schon gesehen. Was gibt's?
Camp-Mechaniker. Kannst du ein Bike auf Tank reparieren, anpassen und Motorradteile verbessern? Hey, ich hab ein paar gute Sachen da. Ja, dann gucken wir mal. Aufbewahrung. Okay. Das hört sich gut an. Auf alle Fälle. Ich pack das für dich ein. Haben wir noch? Schadensmenge. Brauchst du noch was? Bestimmt. Bissgeschwindigkeit. Nehmen wir mal das. Oh, hat er schon. Ich hab's nur noch nicht. Motor. Das sollte eine Weile halten. Schön, schön. Okay, haben wir schon mal ein ganzes Geld hier ausgegeben, ja was? Optik. Hm, die sind nicht so schön. Das sehen wir mal. Gute Wahl, Mann. Gute Wahl. Gut, gut. Lackierung. Da geht was. Okay, matt. Was nehmen wir denn da Feines? Na komm. Oh ja, das muss es sein. Genau. Ich pack das für dich ein. Und was haben wir hier? Oh. Genau. Cool. Brauchst du noch was? Okay. Nö, ich denke, das gefällt mir. So, Benzin. Was brauchst du? Nachdenken. Man will draußen nicht ohne Sprit da stehen. Das steht fest. So gut wie neu. Perfekt. Ich krieg später mehr rein. Da steht sie. Okay, bis demnächst, Mann. Schick. Ja, gut. Ich würde sagen, damit machen wir jetzt auch an dieser Stelle eine Pause und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.